So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit einem Standard-Deck und gucken jetzt einfach mal so ein bisschen, was passiert. Ihr sagt Bescheid wegen Sound und Kamera, ob irgendwas stört. Und ich versuche so ein bisschen Blut aus der Wäsche zu gucken. Boah, ich habe das noch nie auf dem Bildschirm gespielt. Ich habe das sonst immer nur da wollte ich drauf. Hier im Handheld-Modus gespielt. Ich wollte mir noch mal die Kombination angucken. Aber ich glaube, da muss ich einfach so ein bisschen reinkommen ins Denken. Warte, ich muss gerade so ein bisschen, warte mal, fünf aufeinander, alle in derselben Karte. Selber Rang, Drilling und ein Paar. Drei Farben. Farbe. Okay. Wie kann ich auf Sortieren kommen? Ah, hier, guck mal. Ich muss gerade mal so ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Du musst ein Denk tun. Ja, das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlt was. Die würde ich gern abwerfen. Perfekt. 2, 3, 4, 5, 6. Und let's go. Vielleicht kann ich mich eher so auf die Seite tun. Und mich ein bisschen rüberschieben. Vielleicht ist das besser. Das sind zwei Paare. Ich meine, das erste ist jetzt erstmal easy. Ich muss mich warm denken, wobei warm ist mir ja eigentlich schon. So, das haben wir schon mal. Das war easy. Erhalte, wenn Pokerhand ein Drilling ist. Pokerhand ändert sich am Ende der Runde. Das heißt, ich kriege 4 Dollar, wenn ich ein Drilling habe, aber ich darf den Drilling dann nicht ausspielen. Pokerhand in diesem Durchlauf auf Mult gespielt wurde. Wir probieren es mal aus. Hier wären zwei Achter. 10, 9, 8 bringt aber auch nichts. König Dame bringt mir nichts. Die sind auf jeden Fall Schrott. Die können wir mal wegtun. Damit kann ich gerade nichts tun. 10, 9, straight. Bam. Michel, was ist los? Iggy hat wahrscheinlich schon so ungefähr 10-mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was ich hier tue. Ich meine, am Anfang ist erstmal so, ah ja, komm mal rein, mach mal ein paar Punkte. Und es ist gar nicht so Poker-intensiv, wie es immer aussieht. Ich meine, du musst quasi Kombinationen legen, kannst dich hier nachgucken. Und alles andere steht quasi links auf dem großen Kasten. Bei Fragen. Fragt ihr entweder mich oder Iggy? Das ist alles so ein bisschen Schrott. Also das kann weg, da kann ich nichts mit anfangen und das kann weg. Ich kann noch einmal abwerfen. So, hier wäre ein Drilling und ein Zwilling. Michael, was ist los? Ich hatte in manchen Runs echt geile Joker-Karten. Das war schon sehr wild. Weiß gar nicht, warum ich auf Switch geholt habe. Gespielte Karten mit Kreuz geben plus 3. Weiß ich, das Ding ist irgendwie komisch. Gib mir das da. Das ist gut. Sowas mag ich. Aufwertung für Paar.
Multiplikator und Chips, ah, weiß ich nicht. Ich hab eh kein. Hab ich noch Geld? Ja, 10 Dollar. Erhalte dauerhaft plus einen Abwurf in jeder Runde. Gib her. Verschwenderisch! Yes! Let's go. Minus eine Handgröße, danke für nichts. 3, 4, 5, 6, aber wir haben auch einen 9er und 3 Kreuze. Wir sind mal verschwenderisch, wie sich das gehört. Pass auf, 1, 2, 3, 4, 5 mal Kreuz. Lasch! Das Gute ist, dass der Multiplikator jetzt durch die Decke geht. 67 mal 19. Ja, easy. In der zweiten Runde einfach das Doppelte reingeballert. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass es Kreuz ist. Das war jetzt eigentlich mehr Glück als Verstand. Verstärke eine ausgewählte Karte in eine Wildcard. Kann als Farbe jede Farbe verwendet werden. Warte, ein Paar ist ein einzelnes Paar, ne? Nicht zwei Paare. Boah, ich weiß nicht. Was habe ich davon eigentlich, wenn ich die überspringe? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Merkur ist ein Paar. Merkur? Zwei Paare sind Uranus. Ach so! Ah, mit den Planeten. Ich verstehe. Ich verstehe. Danke, Iggy. Macht es besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Ja, ist okay. Habt ihr das gehört? Ich hoffe nicht. Also ich habe ein Kreuz. Ja, das sieht man ja auch, wenn man hinguckt, dass es ein Kreuzmultiplikator ist. Guten Morgen, 90 mal 70, easy. Small Blind könnte Kitty sein. Ja, das ist richtig, das ist eigentlich mein Spitzname, Udo. Das heißt, am Anfang muss ich mich gar nicht mal so sehr anstrengen. Das heißt, wir können die hier wegtun. Ass König. Ah, da fehlt mir der Zehner. Schade. Macht aber nichts. Weil wir haben dieses, nicht die Straße, das Full House, Entschuldigung. Dann sollte das eigentlich locker flockig reichen. Ich meine, ich brauche 70 Punkte, die habe ich easy zusammen. Bam! Okay, ich glaube, ich bin so ein bisschen warm gespielt. Ein bisschen. Eine ausgewählte und eine Glaskarte. 1 zu 4 Chance, die Karte zu zerstören. Plus Multiplier, wenn ich. Hä? 3 oder weniger Karten? Ach so! Ja, ich verstehe. Das wäre eigentlich eine gute Notfall-Ding. Wie viele Joker kann ich haben? Das ist okay. 5. Danke. Viel Spaß im Lurk, Udo. Zwei, drei, vier. Also die 8 könnte ich wegschmeißen. Es wird aber nicht super viel bringen. Wir spielen mal zwei Paare. Das ist ja dann schon mal 20 mal 2 mit Multiplikator. Es gibt voll das interessante Video zu Balatro. Ich muss das mal nachher raussuchen. Ich kann das dann im Discord posten, wo es darum geht, wie das aus Game Design Sicht ist. Also nicht so im Design Sinne, sondern eher so ein, warum macht Balatro so viel Bock für Zuschauer? Tendenziell, das war ja mal ein großes Ding auf Twitch. Oder ist es immer noch? Ich weiß es nicht. Und warum spielen Leute gerne Balatro? Darum geht es so ein bisschen. Das ist interessant, das kann ich mal verlinken. Wir haben hier wieder zwei Paare. Das ist easy. Easy Punkte. Vor allem, weil das halt Multiplikatoren gibt.
War jetzt aber auch noch nicht viel, was ich da gespielt habe, ne? Ja. Acht, sieben. Geht nicht auf. Drei, zwei. Es bringt alles nix. Aber ich könnte sowas hier spielen. Dann greift der Joker. Richtig? Das heißt ja drei oder weniger. Ja, richtig. Dann greift er auf den Multiplikator. Und bam. Oder ein paar. Stimmt, wenn ich ein paar plus eins spiele, zählt das plus eins dann oder ist das Paar dann weg? Ah. Joker, Tarot, Planeten und Geisterkarten können mehrfach erscheinen. Hä? Ach so, das heißt, dass zum Beispiel der gefräßige Joker könnte dann nochmal vorkommen, ne? Ja, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal hier rein. Drilling, ja, mache ich schon ganz gerne. Geh mal her. Können wir mal machen. Fred Feuerstein! Basis, Chips und Mulz werden halbiert. Kannst mich mal. Also das wäre jetzt ein Drilling. Das heißt, ich könnte auch gleichzeitig sagen, nimm den hier mit, weil dann ist er weg. Okay, das geht. Gut. Hier, ich habe auch noch Wasser. Aber dadurch habe ich jetzt den Multiplikator aufgegeben, ne? Ja, okay, ich denke gerade. Nachbarn, please. 10, 9, 8. Mir fehlt da ein bisschen was. Da greift zweimal der Multiplikator. Also am besten merken, Kreuz nicht ablegen. So, wir haben noch drei Hände und drei Abwürfe. König, 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 Queen, Queen. Können wir locker flockig zusammenlegen und ein Full House spielen. Hört ihr das? Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich schon, wenn ich rede. Nice. Und bis jetzt ist es ja noch easy. Was sind nochmal Bildkarten? Bildkarten sind sowas wie, wie Bube und sowas, ne? Bube, Dame, König. Der Sound ist fein für euch, nehme ich dann mal an, Iggy. König, Dame, Bube. Ja. Ja, komm. Dafür kriege ich nichts, ne? Nee. Ich könnte höchstens ein Paar spielen. Und die vier mitgehen lassen. Weil dann greift ja der Multiplikator vom halben Joker. Richtig? Richtig. Eins, zwei, drei, vier. Mir fehlt die scheiß neun. Kriege ich was für eine Viererreihe? Ich glaube nicht, ne? Nee. Oder wir spielen halt ein Doppelpaar.
Das heißt, nee, das sind nicht drei Bildkarten zur selben Zeit. Stress und Flasche sind nur vier Karten. Oh, das wäre geil. Huch, das wollte ich nicht. Was ist das? Was blinkt hier? Ach so, Sammlung. Das ist mir egal. Ja, ist okay. Die, in Anführungszeichen, Boss-Level sind meistens eher... Okay, das war jetzt nicht so gut. Yes! Bam! Gib ihm! Achso, da oben steht auch 4 von 5. Unter dem gefräßigen Joker. 9. Drilling. Kriegen wir da was hin? Nee. Pokere mal. Ha, ha, pokern. Ha, 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 ha. Aha! Full House! Manchmal geht sowas nicht gut aus. Das müsste dann eigentlich reichen. Ja, easy. Langsam mal anfangen und dann lief's. Wir haben Geld. Jetzt ist halt die Frage... Hallo Ben, na, wie geht's dir? Klingt witzig. Was ist denn Frage, Iggy? Big Blind. Ich bin aber nicht Big. Also wir haben Drilling. Bildkarten, drei oder weniger Karten und ein Multiplier. Full House oder Drilling? Full House war 3 plus 2. Plus 2 Multiplayer. Plus 20 Multiplayer. Vom Multiplayer her ja. Die Frage ist, Iggy, ein Full House ist 40 mal 4, sind 160. 160 und dann plus 12, das müsste ich halt rechnen, aber ich kann gerade nicht denken. Aber eigentlich schon, oder? Boah, ich weiß, was du meinst, aber ich bin zu warm zum Denken. Bist du dir sicher oder ist das nur ein laut Denken? Es ist definitiv zu warm, Ben. Es ist sowas von zu warm. Ich habe die Faxen dicke von Sommer. 40 mal 16. Das heißt, ein Drilling ist gerade besser als ein Full House. Ein Drilling ist gerade quasi das Beste, was ich tun kann. Ich kann... Das Problem ist... Ich bin so gerade der größte Dulli, den es gibt. Weil, okay, es hat nur 27 Grad. Das Problem ist, dass es rotzeschwül ist. Kennt ihr das, wenn die Luft so richtig aufgeladen ist? Das. Boah, es ist 7:30 und ich bin komplett fertig mit der Welt. Ja. So was ist als BSG okay, das ist so ein indirekter Tipp. So, denk mal dran und nicht so ein, hey, spiel mal das und das. Das finde ich gut. Sieben, 25 Grad. Ich habe nichts, was... Doch, die Uhr da hinten an der Tür, die kann ich aber von hier nicht lesen. Ich weiß nur, dass es Außentemperatur 27 Grad haben soll. 19 J, U, K, straight.
Habt ihr das eigentlich auch manchmal, dass wenn ihr sehr lange am PC sitzt und die ganze Zeit die Beine so angewinkelt habt, dass euch irgendwann die Knie wehtun? Hallo, ich heiße Patricia und ich werde morgen 33. Altgeräusche. 27 Grad, ja, nee, danke, ich hab schon. Also wir haben Drilling gesagt, nicht Dreier. Gibt's überhaupt einen Dreier? Nee, gibt's nicht. 2, 3, 4, das wären aber ganz viele Kreuze. Ich hab eine Idee. Ein Stehschreibtisch. Ja, dafür habe ich keinen Platz. Wir machen mal Multiplikator-Ding. 22 Grad, ich müsste nachgucken, aber wahrscheinlich habe ich mehr. Die Luft ist halt so aufgeladen. Wenn ich bin so ein Mensch, es gibt so für mich so warme Luft, die ist so drückend und die mag ich nicht und da bin ich unkonzentriert und schaffe nicht so viel. Und dann gibt es kalte Luft, da habe ich das Gefühl, ich kann atmen, ich habe nicht mehr so einen Druck auf dem Kopf. Ich übertreibe jetzt natürlich mit zwei Extremen, so ist es nicht. Es gibt auch Frühlingswetter, das ich sehr gerne mag, aber so richtig Sommer und schwül finde ich eklig. Bis gleich, Iggy. Hallo, ich spiel gerade Ballatu. Kannst du doch nicht einkaufen? Nein, alles gut. Boah, ich kann nicht denken. Da ist mein Dreier. Hohoho, Dreier. 24 Kater, Ben. Ja, es kommt wahrscheinlich hin. Eine Couch. Ja, eine Couch habe ich auch, da kann ich aber nicht streamen. Ja, alles gut, Iggy, alles gut. Lass mich dumme Sprüche drücken. Guck mal, das heißt, der ist jetzt schon 5 Dollar wert. In den Hunger. Oh! Ja, komm. Ich will das Ding haben. Jetzt hätte ich fast den falschen Joker gekauft. Wir müssen mal ein bisschen mehr einkaufen. Verstärkt zwei Karten auf Dingenskirchen. Ja, Kreuz habe ich gehört. Auf Kreuz habe ich ja eh schon Plus. Gib mir nur mal eher das hier. Planetenkarten. Ein Paar und Straight Flush. Ich habe das total vergessen. Erklärt auch, warum ich so viel Kohle habe. Nun, das ist okay. Hat denn jemand von euch außer Iggy schon mal Dingens gespielt? Ballatro? Kann ich theoretisch das umgehen? Ja, so halb. Zwei Paare. Ich habe halt gerne viele Möglichkeiten offen, deswegen. Nein. Also, ich finde, Poker ist immer viel gesagt. Die Kombination kennt man hier mit Paare und Flasche und sowas, kennt man auch aus anderen Spielen, wie zum Beispiel Kniffel. Und ansonsten ist es so ein bisschen so, ja, Roguelike, also so Spiele wie Binding of Isaac, so mit Zufallsmechanismen, wo du quasi immer besser versuchst zu spielen und zu ja, halt Progress zu machen und irgendwann auch durchzuspielen. Das ist okay, Seppo. Ich bin bei Roguelikes mittlerweile auch super wählerisch, was ich da mag und was nicht.
Kartenspiele finde ich zum Beispiel echt super, wenn sie Bock machen. Wie zum Beispiel Slay the Spire habe ich sehr gerne gespielt. Das ist ja auch ein bisschen roguelike drin. Tun wir das Ass mit weg? Ich glaube nicht. Hier hätten wir jetzt zwei Paare. Die haben wir ja auch über den Joker verstärkt. Ich meine, wenn ihr sagt, Kitty, erklär mal, was du da tust, dann kann ich gerne ein bisschen lauter denken. Aber im Grunde genommen geht es halt darum, durch Kombination von Karten die Punkte zu erreichen. Also ich habe jetzt 3500, brauchen tue ich 4000, sowas halt. Und die Kombinationen sind halt hier. Ja. Ich hoffe, ich kriege halt mehr aufgedeckte Karten. Ja, das Beste, was ich tun kann, sind wieder zwei Paare. Warte mal. Hier habe ich auf jeden Fall den Kreuzmultiplikator. Dann müsste es eigentlich... Ich meine, es sind nur noch 400. 500. Und zur Not hätte ich noch eine Runde zum Spielen. Ja, das reicht. Ich meine, die ersten paar Runden sind halt super easy. Danach musst du so ein bisschen, zumindest ein bisschen denken. Das geht aber eigentlich. Erzeugt beim Auswählen eines Blinds zwei gewöhnliche Joker. Und Blinds sind ja quasi die Runden, die ich spiele. Das wäre schon sehr wild. Gespielte Karten mit ungeradem Rang geben plus 31 Chips, wenn gezählt. Also das ist der blaue Multiplikator. 9, 7, 5, 3. Ich glaube, die möchte ich mitnehmen. Backlog? Boah, Seppo, ich habe mittlerweile eine Zu-Spielen-Kategorie auf Steam. Ich glaube, sie ist mittlerweile wieder dreistellig. Straight Flush, Flush, High Card. Straight Flush war 5 Karten hintereinander. Flush war 5 Karten derselben Farbe. Moment, mache ich viel mit dem Flush. Also ich habe letztens so viele Spiele angefangen und parallel gespielt, dass ich gesagt habe, Reset. Ich fange jetzt mit einem ganz anderen Spiel an, weil ich es so aufgeteilt hatte. Ich kam bei keinem Spiel mehr vorwärts. Und dann habe ich einfach KOTOR 2 angefangen. Und jetzt bleibe ich irgendwie trotzdem weiter bei Spielen hängen. Also irgendwie, ja, Ben, genau das. Aber im Grunde genommen bleibe ich dann nur wieder bei den altbekannten Spielen hängen. Das gefällt mir alles nicht. Nein, ich wollte die 6 noch mit weg. Konnte ich, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube, ich konnte nicht. 6, 7, 8, 9, 10... Ich mache gerade nur Unfug, ne? Ich kann noch eine Karte mit wegwerfen. Ja, Seppo, ja, im Moment ist es auch schlimm. Vor allem im Sommer ist so, ich habe eigentlich auf nichts Bock. Ich weiß auch nicht, ob das was mit KOTOR 2 gibt. Hoffentlich schon. Und ich kenne halt so ein paar Leute, die mir an einem gewissen Tag im Jahr gerne Steam-Geschenke an den Kopf werfen. Das macht es auch nicht besser, weil wenn ich was geschenkt habe, will ich das dann auch quasi benutzen. In dem Fall dann halt auch spielen. Das ist bei mir immer ganz schlimm. Ja, Seppo. Oder ich gucke dann doch wieder nur Supernatural. Also... Das heißt, meistens endet das daran, ja, ich gucke dann halt nur was. Und was gucken endet meistens in Supernatural. Fragt nicht, wie oft ich Supernatural schon geguckt habe. Die Antwort könnte euch verstören. Ah, das sind Kreuze. Die würde ich ungern wegtun.
Boah, ich mach grad nur Blödsinn. Ich kann nicht denken. Falls ihr euch fragt, was ich hier tue, ich habe keine Ahnung. Mein Kopf ist gerade so... Ist gerade ins Abwärts. Es ist so unglaublich schwül hier. Könnte ich das nicht vorstellen. Selbst wenn die Temperaturen unter 30 sind, ist es maximal ekelhaft schwül. Aber es reicht. Ja, genau das, Kater. Eigentlich wird mein Spielestapel auch immer nur größer und irgendwie nicht kleiner. Kennt ihr das? Das ist irgendwie nicht so hilfreich. Warte, was? Wenn die erste nur eine Karte hat, dann wird... Handgröße? Geil, das hätte ich doch gerne in Real Life. Nein, deshalb habe ich mir nicht Astrobot vorbestellt. Ich sag nur Zelda Seppo. Das wird ja dann ab Release hier gestreamt. Beim Stream bin ich da tatsächlich etwas mehr consistent irgendwie. Aber auch nicht immer, aber meistens schon. Fast Red Flush, zwei Paare, hört sich gut an. Aber ja, so funktioniert das halt. Heute sind auch eher so Spiele, wo ich ein bisschen labern kann. Hier sind übrigens zwei Paare. 7500, das wird schon ein bisschen wild hier. Sieht man das eigentlich? Warte mal kurz. Der Michel liegt hier. Ja, man sieht seinen dicken Po. Da. Da ist ein oranger Po. Ja, es ist Michel. Ich sehe die weißen Pfötchen. da wollen wir hin. Krog. Oh ja, bei Krog bin ich gespannt drauf, was die Leute dann sagen. Also ich habe es mir nicht bestellt oder so, aber ich bin gespannt. Astrobot weiß ich halt auch noch nicht. Eigentlich würde ich es schon gerne spielen, aber ich weiß nicht, ob ich es mir direkt hole. Es kommt ein bisschen drauf an. Punkte! Und kommt sonst noch was? Hallo André, wo geht's denn hin? Hier ist ein Drilling, das ist gut. Wenn ich nicht gerade komplett bekloppt bin, ist ein Drilling gut. Ja. Köln und Hamburg. Nice. Was gibt's denn da Leckeres? Wie viele Hände habe ich dann noch? Eine. Das ist nicht gut. Wir brauchen jetzt gleich sehr viele Punkte. Also der Kreuzmultiplikator ist nicht sehr hoch. Am besten wäre eigentlich ein Drilling-Multiplikator mit einer ungeraden Karte. Also mit einem ungeraden Ding. Warhammer, nee, da bin ich raus. Eine Soundbar? Oh! Bräuchte mein Fernseher, den wir hier im Schlafzimmer haben, irgendwann auch mal. Das heißt, das wäre ungerade. Das richtig sehe, steht da 9 und Ass. Das heißt... Der König ist auch raus. Perfekt, da ist mein Drilling. Wenn ich das richtig... Ah, okay. Ich habe so ein bisschen überflogen, André. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das ist, glaube ich, die einzige Option, die ich habe, auf den Drilling zu gehen. Ja, es reicht. Perfekt.
das war gar nicht mal so einfach. Ich meine, klar, ich bin jetzt bei über 9000, aber ich musste gerade ein bisschen... Ich meine, mein Fernseher geht. Das ist halt ein Sony TV und der Sound ist für einen Fernseher echt okay. Boah, das Ding ist gar nicht mal so gut. Also im Early Game ja, aber jetzt nicht mehr so wild. Was wollte ich sagen? Aber irgendwann mal eine Soundbar wäre schon cool. Nice. So, Nian, ja, ich hab schon genug Sauna mit dem Wetter, danke. Das ist gerade ein bisschen schwül. Das nehmen wir mit. Ich spiele die Asse geben plus 20. Was ist mit dieser Karte gemeint? Die Karte, die der Multiplikator, die den Multiplikator bekommt oder den Joker? Ja, ja, gib mal her, ist okay. Aber das ist okay, das ist Typsache. Es gibt auch Leute, die finden so Wetter ultra geil. Ich nicht. Spiele nur eine Hand, kannst du mich mal. Ich kann ja aber nichts dafür geben, Ben. Ich musste im Moment ein bisschen sparen. Ich weiß nicht, wie ich was mit meinem Roller nochmal mache. Also meine beste Chance wäre ein Triple. Ein Drilling. Ein ungerader Drilling. Ich meine, ich würde jetzt nicht Nein sagen, aber ich würde es auch nicht erwarten. Es wäre super, super lieb von dir. Du kannst es ja auch nochmal überlegen. Ich glaube, das ist meine einzige Chance, die ich habe. Ist die GQ-Shirt? Wo ist ein Foto, Seppo? Wo ist ein Foto? Warte, das... Warte, ungerade haben wir gesagt. Ungerade. Wir versuchen es mal. Also, muss jetzt nicht zwingend mit dir sein, aber vom T-Shirt würde ich schon gerne sehen, Seppo. Ah, nein! 200 Punkte zu wenig! Nein! Oh! God dang it! 2 Dollar pro verbleibende Hand, pro verbleibende Abwort verdiene keine Zinsen. Joker freigeschaltet. Verhindert Tod. Boah! Wir machen noch einen Run. Wir probieren mal ein anderes Deck. Ich würde gern das Gelbe nehmen. Und dann gucken wir mal. Wir machen vielleicht noch so ein, zwei Runs und dann gucken wir mal, dass wir Feierabend machen. Dann machen wir am Donnerstag nochmal Geburtstagsnachfeier und dann schauen wir mal. Also es sind keine Joker, keine gar nichts im Spiel. Das heißt 9, 8, 7, 10. Geht glaube ich nicht, ne? Nee. Bräuchte es alle 5 hintereinander. Ja, das ist okay, Seppo, das ist okay. Guck mal, da sagt der Bot auch direkt schon Bescheid wegen Discord. Wir können halt ein Doppelpärchen spielen. Ich meine, es sind 300, das ist easy. Klappe Handy. Bitteschön. Ich muss mal ganz kurz. Ich muss einstellen. So. Da.
Wir versuchen mal unser Glück. Eben hatte ich ja auch relativ viel Geld. Aus anderen Gründen eher, aber das ist okay. Plus 4. Das heißt, der triggert dann immer und ist immer besser, je mehr Geld ich habe. Ich meine, das ist jetzt kein Bam, aber für... Du kriegst da schon so ein bisschen was zusammen. Also im Early Game finde ich das jetzt nicht verkehrt. So, das mit den Drillingen ist jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können Full House gehen. Muss dann auch immer so ein bisschen im Kopf den Run resetten. Ja, das ist easy durch. Vielleicht schleppe ich die Karte nicht durch, aber der Joker ist fürs Early Game voll fein. Das heißt, wir kaufen erstmal nur die richtig geilen Joker. Pro nach aufeinanderfolgend gespielter Hand ohne eine wertende Bildkarte. Nee. Verwandelt bis zu 3 ausgewählte Karten in Peaks. Nee. Der Hellseher muss 5 Karten spielen. Was? Danke, Seppo. Ich guck nach dem Stream. Ja, das ist jetzt schlecht. Ja, 5. Danke. Guck mal, den Boss hatten wir nämlich vorhin nicht als erstes. Aber jetzt schon. Plus 48 sind 567. Das reicht nicht ganz. 2... Wir können das gleiche Spiel nochmal spielen. Ich könnte natürlich... Ja klar, ich hätte was anderes auslösen können und dann Zusatzkarten. Das geht ja auch, das vergesse ich gerne. Das durch. Der Anfang ist immer entspannt. Ach, ich muss mich mal anders hinsetzen. Es wird langsam wieder früher dunkel, ne? Es ist jetzt 8 Uhr. Dämmert schon so ein bisschen. Wenn das nicht der Regen ist, ist das die Dämmerung. Plus 5 Handgröße verringert sich um 1 jede Runde. Das ist scheiße. Nee. Momentan plus 70. Nein, das wollte ich nicht! Nein! Okay, jetzt wissen wir, was Überspringen macht. Gut. Überspringen ist voll blöd. Überspringen ist voll blöd. Warum sollte man das jemals tun? Nee. Vor allem bezahlst... Also du hast ja dann eine Konsequenz dafür, dass du weniger spielst. Oder verstehe ich irgendwas daran nicht? Hä? Bin echt verwirrt. Ein Joker, der davon profitiert. Möglich, Seppo. Das ist möglich, ja. So, die 10 mit wegschmeißen für Platz. Da muss ich öfter dran denken. Dann haben wir 120 mal 2. Okay. Das wollte ich. Soll es bei uns eigentlich heute noch regnen? Ich habe die Übersicht verloren. Ich glaube, ich hatte eben gesehen, heute Nacht oder so. 5 Zinsen. 10 Dollar. Perfekt. Das heißt, es gibt wieder plus 20. Gönnen. So,
Das ist ja permanent, ne? Ja, bei mir auch. Ja, scheiß Sommer. Tut mir leid. Ich habe Packs ein dickes September. Alle Peak-Karten sind geschwächt. Ja, danke. Ich habe auch immer noch nur einen Joker. Das ist gar nicht mal so gut. Eins, zwei, drei, vier. Wir probieren mal was. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Frage ist, war das eine gute Idee? Es war jetzt ein runtergesetztes Full House mit 13 weniger. Ja, ist okay. So funktioniert das. Das wollte ich so ein bisschen wissen. Ja, der Rest passt. 6, 6, 5, 5. Ah, ich kann nicht mehr abwerfen. Okay, kein Problem. Nehmen wir einfach die zwei so mit und bam. Theoretisch müsste das reichen für 500 Punkte. Ja. Nee. Nicht ganz. Doch, 1600 ist geknackt. Ich kann normalerweise ein bisschen besser Zahlen überschlagen, aber nicht heute. Ah. Alle Karten werden als Bildkarten angegeben. Herzmultiplikator. Ja, nehmen wir erstmal mit. Ist besser als nix. Das mit dem Bildmultiplikator hätte in der Runde davor gut gepasst. Mit dem Joker. Was machen wir denn hier raus? Wir haben zwei Asse. Und wir haben 9 und 7. Dann tun wir die mal raus. Dann haben wir 3 Asse. Wäre zumindest ein Drilling. So, den können wir dann noch raustun. Es gibt einen Multiplikator und nochmal einen Multiplikator. Dann sind wir knapp bei der Hälfte von einer aus 4 Händen. So, wir könnten jetzt 9. Nein! Ah! Ich wollte X drücken. Nein! Scheiße! Ich wollte abwerfen. Scheißendreck. Kann ich noch mal abwerfen? Ja. Nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Ich hatte auf so ein Herzpulver gehofft, aber das ist okay. Wir schauen mal, was draus wird. Es reicht. Trotz verkackt. Nehme ich. Boah. Ich glaube, wir machen nach dem Run Feierabend. Das ist echt ekelhaft. Hallo Iggy, warst du erfolgreich? Ein Straight. Ein Straight war das hier. 5 Karten hintereinander. Nee, wir spielen noch ein bisschen, aber heute ist, es ist halt super schwül heute, ja. Deswegen hören wir nach dem Run auf. Sorry. Also es heute ein bisschen kürzer ist. Aber ansonsten krieg ich hier einen Anfall. So. Geh gerade mal ein bisschen risky. Niklas macht um 9 Elden Ring. Ist mir wahrscheinlich zu lang. Ja, das wird nichts, was ich hier versuche. Ich mache gerade zu sehr biegen und brechen. Danke, Ben. Aber es ist halt schon den ganzen Tag
extrem aufgeladen von der Luft her. Das war trotzdem ganz witzig heute. Und da können wir ja quasi aus dem Wort Balatro streichen. Und dann können wir Donnerstag mal gucken, hier so in Richtung Simulatoren und Pokerock und sowas und nachfeiern. Verliere einen Dollar pro gespielter Card. Dankespiel. Oh Junge! Kannst mich mal spielen. Weißt du, ich hab so einen Joker. Und dann kommt so ein Mist. Kannst mich mal. Spielt heißt aber nicht abgeworfen. Das heißt, am besten wäre sowas in Richtung Vierling oder Drillinge. Gespielt heißt aber auch, wenn ich zum Beispiel einen Drilling mache mit einer zusätzlichen Karte, die ich abwerfe, zählt das wahrscheinlich auch runter. Der Boss will eine große Hand sehen. Hä? Wieso große Hand? Ich muss doch möglichst wenig Karten spielen, oder? Hä? Der will meine Hand sehen? Ja. Ich habe sonst noch einen Plan B. Halt, Cam! Nee. Ja, okay. Seh, was du meinst, Iggy. Pause ist zu warm zum Denken. Ja, weil dann habe ich es nämlich direkt hinter mir. Das war nämlich mein Plan. Hockt uns dahin! Nee. Hier, da. Redet mit der Hand. Oh, die sind witzig. Ich will einen Fehldruck haben. Die können echt mies abgehen, wenn man Glück hat. Denken bei Wärme sollte verboten werden oder optional werden. Wo kann ich unterschreiben, Udo? Das ist jetzt gar nicht mal so gut, was ich hier hab. Reset! Das hat semi-gut funktioniert, aber ist okay. So, der triggert ja immer. Und der hat einfach mal plus 5 Multiplier gegönnt, weil er es kann. 1, 2, 3, 4, 5. Flash. Flash! Dann habe ich den Herzjoker. Das heißt, er macht jetzt jedes Mal plus 3. Also insgesamt plus 15 auf den Multiplikator. Den roten. Easy. Easy win. So, wir haben jetzt 4 Joker. Und noch mehr Geld. Plus 50 bei voll. Ach so! Okay, danke. Also ich war mir nicht sicher, was damit gemeint ist, Iggy. Danke für den Hinweis. Also war es gut, dass ich den gekauft habe. Ich habe den eigentlich nur wegen der Geldkombi gekauft.
an einem anderen Tag als heute wäre es mir vielleicht aufgefallen. Plus 0. Ja, aber mal 0 multipliziert gibt doch immer... das funktioniert so nicht. Egal. Wie war das? Durch 0 kann man nicht teilen, aber man kann mit 0 multiplizieren? Irgendwie sowas. Ich hatte mal Mathe in der Schule. Irgendwann. Ja, bei dem Wetter ist alles erlaubt, beziehungsweise nicht erlaubt, Udo. Udo, der Schmelzende. Plus 16 nehme ich und durch. Also ich bin ja auch durch, ne? Es gibt übrigens Leute, die spielen das mit Taschenrechner daneben, ne? Dazu wäre ich zu faul. Der was? Der Knopf? Der Kopf? Alle Herzkarten werden geschwächt. No, ich habe doch eine Herzmultiplikator, du olle Potsau. Hier liegen. Nein, ich wollte Y drücken. Scheiße! Echte Profis nehmen eine Excel-Tabelle. Nee, echte Profis passen auf, was sie drücken. Boah, ich habe das eben schon mal falsch rum gehabt. Da wollte ich eine Karte wegwerfen und habe sie gespielt. Scheiße, ey! F. Ja, F. Fuck. Ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe ein Problem. Wolfram, was? Was? Wer ist Wolfram? Boah, jetzt muss ich mich echt ein bisschen durchlacken, ne? Hä? Ach so. Durchlacken, die erste. Das ist schon mal die Hälfte. Willst du nicht wissen, was das ist? Das ist Mathe. Ach so, okay. Die tun wir weg und die tun wir weg und die tun wir weg. Und dann opfern wir irgendeine Jungfrau, damit wir hier noch irgendwie lebend rauskommen. Hat jemand von euch eine Jungfrau in der Hosentasche? Oh, der Random Joker rettet mir gerade den Puppes. Der rettet mir gerade so mies den Puppes. Besser wird's, glaube ich, nicht, ne? Eine Highcard ist halt nix. Also, es wäre halt höchstens 15. Ja, hier, der Random Joker, der rettet mir gerade den Hintern, Carter. Hä? Ich brauch 700. Also 690. Oh! Durchgelackt. Mies durchgelackt. Iggy, eine Frage. Ja, Kater, hast du nicht immer eine Jungfrau in der Hosentasche? Das ist doch normal. Eine Frage, Iggy. Wenn hier steht, ich beziehe mich auf die Bananenkarte, 1 zu 6 Chance, dass diese Karte jede Runde am Ende der Runde zerstört wird. Wird dann dieser Bananen-Joker zerstört oder die Karte, auf die der Multiplikator läuft? Weißt du das? Der Bananenjoker. 1 zu 6 ist wie viel Prozent?
Das ist die Hälfte von ein Drittel. Also ungefähr 16% gerundet. Ich würde 5 dafür ausgeben. Das heißt, das sind dann 226. Ich versuche mal mein Glück. Boah. Also wenn es gleich nicht regnet, raste ich ein bisschen aus. Wir könnten übrigens mal wieder mein Licht anschalten. Das ist ja doch lila. Und er ist direkt kaputt. Danke viel. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Danke, Bananen-Joker. Vor Wochen? Was für Regen, Udo. Hat letztens jemand geschrieben, sie hätte irgendwie heute normalerweise 19 Grad bekommen. Aber die haben über 30 jetzt. Ah, guck mal. Iggy hat Udos Regen geklaut, Mobst. Diese 90% wie bei Pokémon. Ach so, ja, sag das doch gleich. Boah, ich bin gerade so voll derb, ne? Bei uns ist es irgendwie in letzter Zeit ganz oft so, es wird Regen angesagt für eine bestimmte Zeit und dann verschiebt sich das entweder immer weiter nach hinten oder fällt komplett flach. Ich weiß nicht, was Meteorologen den ganzen Tag treiben, aber, okay, nachher breche ich hier eine Diskussion über Meteorologen und die akkurate Vorhersage los. Ich halte lieber ganz schnell die Klappe. Das fällt bei Meteorologen halt schneller auf, wenn sie Quatsch reden, als wenn sie keinen Quatsch reden. So, mehr sage ich nicht zu dem Thema, sonst begebe ich mich hier in heikle Gebiete. Ja, die Abkühlung schiebt sich bei uns auch immer wieder nach hinten. Eigentlich sollte die schon da sein. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, morgen ist super angenehm mit 20 Grad. Das ist wie ein Geburtstagsgeschenk vom Wettergott. Aber danach geht's halt auch wieder hoch. Ich habe die Faxen dicke. Ich will Herbstwetter. Und zwar endgültig. Ich habe sowas von die Faxen dicke. Ich mag nicht mehr. Ich kann auch langsam nicht mehr, ganz ehrlich. Es reicht. Ja, deswegen hatte ich mir das Backup gehalten. Die Wetterlage ist aktuell ziemlich kompliziert. Ja, deswegen habe ich gerade, wollte ich meinen Rant auch gerade etwas glätten, Udo. Das wäre auch eher so eine Wutaussage, die eigentlich Quatsch ist. Es fällt halt wirklich eher auf, wenn sich was anderes tut. Kannst du ganz grob sagen, woran das liegt, Udo, oder ist es dafür zu komplex? Ich bin ja dann immer so ein bisschen neugierig, wem oder was ich die Schuld in die Schuhe schieben kann. Ich habe keine Abwürfe mehr. Und ich habe nur noch eine Hand. Ich brauche etwas mehr als 1500. Und das Klügste, was ich eigentlich daraus machen kann, sind die Asse. Also klar, letztendlich kann ich immer dem Klimawandel die Schuld in die Schuhe schieben. Weil für mich geht der, also Klimawandel ist immer schlecht, aber wenn es einen Klimawandel gibt, dann geht der für mich in die falsche Richtung. Haben wir einen Gutschein bekommen, der ein bisschen Terraria-like aussieht. Um es relativ einfach zu sagen, momentan ist es ziemlich unvorhersehbar, wie und wo sich Tief- und Hochdruckgebiete bewegen. Tiefdruckgebiete sind die, wenn es kalt ist und abkühlt und Hochdruck ist sowas wie heute, oder? Plus 2 Multiplikator verliert 0,01 pro abgeworfener Karte. Das wäre so ein, nimmst du eine Zeit lang mit und tust es dann wieder weg. 2 Paare. Ja, das ist mir zu blöd. Ach, mit dem Gesicht nach unten. Ich liebe es nicht. Hier, die kannst du direkt mithaben. Und dann hoffe ich.
Ah, Full House! Der hat einfach gesagt, jein. Okay, ich bin schon still. Das Wetter macht einfach gerade, was es will. Na, guck mal, das war schon mal ganz gut. Hier sind zwei Dreier. Iggy, hier ist die Antwort. Ich wünsche mir, dass der Klimawandel sich einfach verpisst, beziehungsweise sich in die andere Richtung umdreht. Das wird aber nicht passieren. Das ist okay. Ich muss jetzt einfach damit leben, dass jetzt jeder Sommer für mich die Hölle auf Erden ist, dass Herbst nicht mehr so viel Spaß macht wie früher und dass es keine richtigen Winter mehr gibt. Frühling ist so, ist bei mir immer so Ausflugssaison, Herbst ist bei mir ich lebe Saison und Winter ist so, ja, ist halt da, existiert. Alle? Nee, das ist nicht Kater. Es gibt tatsächlich Leute, die das geil finden. Und es gibt Leute, die sagen, ach, es ist 23 Grad, mir ist jetzt aber kalt. Hohoho. Entschuldige, wenn ich das gerade so ein bisschen abwertend darstelle. Ich bin einfach genervt vom Wetter. Ich meine das eigentlich nicht böse. Eigentlich finde ich es okay, wenn jeder seine Wettervorlieben habt. Wenn ihr Sommermenschen seid, ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn ihr Hitze mögt, solange ihr mich den Sommer scheiße finden lasst, ist das vollkommen in Ordnung. Ich bin gerade nur ein bisschen genervt vom Wetter. Es tut mir leid. Weil ich habe die Faxen dicke gerade vom Wetter. Tut mir leid. Das ist nicht gegen die Sommerfans gemeint, sondern gegen den Sommer. So. Das ist ein einfacher +4-Multiplikator. Ist jetzt nichts Schlechtes, aber auch nichts Gutes. Ja, von mir aus könnte der Klimawandel genau in die andere Richtung gehen. So, oh, wir haben jetzt Sommer von maximal 20 Grad. Das wird mich so gar nicht jucken. Weil du halt auch mehr gegen Kälte, meiner Meinung nach, mehr gegen Kälte als gegen die Hitze machen kannst. Weil... Ich trage einen Top, ich trage eine sehr, sehr kurze Hose, der Deckenventilator läuft und wenn ich keine Klimaanlage 24/7 laufen lassen habe, kann ich nichts weiteres tun. Wenn dir kalt ist, Heizung, Decke, Kuschelsocken, dicker Pulli, zwei Lagen Socken, zwei Lagen Decken, eine Wärmflasche, ein heißer Kakao, ein Tee, kuscheln. Soll ich weitermachen? Das ist halt auch immer so das Problem, das ich habe. So, sorry für den kurzen Rant. Aber ja. Das ist halt so mein Problem. Was ist eigentlich Ante? Da unten links im Menü steht Ante. Ante 6 von 8. Was Ante? Eine coole Jacke? Ja, zum Beispiel. Und das regt mich halt auf. Also eigentlich regt mich das Wetter auf und die Leute, die mich nicht jammern lassen. Erreiche mindestens 20.000. Wir haben hier... Warte mal, wir haben hier... Ich habe eine Idee. 1, 2, 3, 4. Reicht nicht. Ich würde natürlich umschwenken auf ein Doppelpaar. Ante ist Tante ohne die... Ach so. Ah, danke, Udo. Die Welt. Nach Ante 8 hast du den Run geschafft. Danke, Iggy. Oder Sommermenschen finanzieren mir einfach 24/7 eine Klimaanlage fürs ganze Haus. Ist auch okay. Ich finde es ja okay, wenn man sagt, ihr meckert zu viel übers Wetter und ich will im Winter jammern und sowas. Und ja, aber lass mich jammern. So. Ich will aber nicht die ganze Zeit nur übers Wetter jammern. Genauso wie ich nicht immer nur über One Piece reden will, wenn ich es tue. Ah, heute schon über One Piece? Ja, okay, ich bin still. Das sind drei davon und zwei davon. Die können wir mal wegtun. Oh. Nice. Y, nicht X. Scheiße. Oh.
Es ist, ich finde es, auf der einen Seite ist es ein bisschen unvorhersehbar wegen dem Fehldruck, aber auf der anderen Seite rettet die mir teilweise halt wirklich den Popo. Das ist einfach nur ein wildes Ding hier. Hier hätten wir. Ne, wir hätten nicht ein Doppelpärchen. 987. Nein, ich kann nicht mehr abwerfen. Ah, ich vergesse das immer. Aber ich habe nur noch eine Hand zum Abwerfen. Kann ich irgendwas tun, außer ein paar spielen? Ich muss öfter darauf achten, wie viele Hände ich habe. Warte, lass mich gucken. Zwei. Also eigentlich habe ich zwei Hände spielen. Das ist nicht okay. Entschuldigung, der war unterirdisch. Ja, besser wird's nicht, ne? Also Fehldruck. Bitte gönnen Sie. Plus 7. Boah, es reicht! Junge! Das wollte ich nicht. Das heißt, wir hätten noch zwei Level in dem Run. Ach Gott, warum klicke ich da immer drauf? Ich weiß es nicht! Wir haben halt die Wahl, wenn wir gleich weiter sind, könnten wir entweder darauf pokern, das Ding zu verkaufen und uns die Hütte voll zu machen. Aber dann verlieren wir auch einen 300er Multiplikator. Zwei Welten, sechs. Ach so, okay. Handgröße. Ich überlege, das gegen mein Herz-Multiplikator auszutauschen, weil plus 3 ist nicht so viel. Aber mit einer Hand, also einer Handkarte mehr, kannst du halt schon relativ viel machen. Ich weiß übrigens, dass ich noch einen Joker-Platz habe. Ich habe das nicht übersehen oder so, weil ich gerade nicht denken kann. Nein, nein. Wir sollten nach dem Run wirklich aufhören. Mein Hirn schmilzt komplett. Scheiße, ey. Warte, Full House ist 40. Und okay, es wird dann weniger. Hä? Warte. Wo ist das Ding, mit, wo alles die gleiche Farbe hat? Ach so, da, Flush. Full House ist besser als Flush. Das wollte ich wissen. Alter! Es ist jetzt nicht mal so, dass heute 37 Grad oder so sind, aber es ist halt schwül wie Sau und dadurch kann ich nicht vernünftig gerade ausdenken. Das macht mich komplett fertig. Ich wollte die 8 noch. Ich glaube, ich habe gerade den Run verkackt. Ich glaube, ich habe gerade den Run in den Sand gesetzt. Außer der Random Joker carried mich jetzt richtig wild, aber das bezweifle ich. Gib mir eine 5. Gib mir 5, Mann! Boah, Junge! Ich habe auch echt mehr Glück als Verstand, ne? Scheißendreck, ey. Das hätte nicht so eine knappe Kiste sein müssen.
Wenn Small Blind oder Big Blind gewählt ist, erhalte 0,5 Multiplayer und zerstöre einen zufälligen Joker. Nein. Ich pokere mal drauf. Ha, pokern, wisst ihr, weil ich spiele hier auch Poker. Nee. Nee, ich merke auch, dass ich eigentlich nur noch Quatsch rede. Das macht keinen Sinn. Wir hören nach dem Run auf jeden Fall auf. Alle Bildkarten werden geschwächt, du mich auch. Okay, Ass ist kein Bild, ne? Nur Bube, Dame, König. Okay, gut zu wissen. Hier wären Vierling. Und dafür tun wir den hier noch mit weg. Bin mal gespannt, ob wir hier durchkommen. Hängt ein bisschen von meinem Fehldruck ab. Kann man Joker umsortieren? Weiß das jemand? Wahrscheinlich kann man nicht. 9. 2, 3, 4. Wir tun die drei mal weg. Wir haben noch 3 Hände und 2 Abwürfe. Das bringt mir aber gerade. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Flush. Auf PC? Okay. Wahrscheinlich indem du einfach mit der Maus ziehst, nehme ich an, Iggy. Geht das auch im Spiel? Plus 20. Das ist schon mal gut. Guck mal. Aha, A gedrückt halten und dann Pow. Also die beiden sind raus. Bah. 5 Karten mit demselben Rang, alle Karten in derselben Farbe. Die Frage ist, ich könnte jetzt noch mal einen Abwurf machen. Also ich habe jetzt noch 2 Hände, ich könnte für diese eine, für die vorletzte Hand einen Abwurf machen und darauf hoffen, dass ich 3, 4, 5, 6, 7 oder so spielen kann. Oder 9, 8, 7, 6, 5. Mit Rot und Herz, ne? Ich könnte aber auch einfach 5 rote Karten spielen. Das wäre dann ein Flush. Ein Flush wäre 35 mal 4 safe. Das wäre halt ein Straight Flush. Das wären halt die doppelten Werte. Die Frage ist, wie sehr ich das bereue, wenn ich das abwerfe. Wir versuchen mal unser Glück. Ah! Ah! Schade. War ein Versuch wert? Na, gucken wir mal, was das Spiel mir gleich Leckeres hinwirft. Das war jetzt nicht so geil. Ich glaube, der Run fährt gerade volle Kanone gegen die Wand. Da kannst du nichts mehr draus machen. Das ist vorbei. Mal null! Ja, das ist okay. Das ist okay. Das war ein witziger Run. Maximiere Zinsen pro Rundeneinnahmen für 10 Runden hintereinander. Spiele 200 Hände. Ah! Witziges Spiel. Guck mal, Big Raid.
So viel kürzer war es eigentlich nicht. Wir haben jetzt 3,5 Stunden gemacht. Es war ganz witzig. Seid am Donnerstag wieder da. Ich werde morgen alt und wir feiern dann wieder 17 Uhr.